Willkommen und hallo bei einer weiteren Let's Play Folge Together mit Stromski. Hallo, hallo Stromski. Ja, hallo. So, wir sind da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, bei Hauptwachtmeister Grimranke. Und wir haben Willkommen zurück Wochenende, falls sich jemand wundert, was ist denn das für ein Herzchen da? 100% Erfahrungsgewinn gibt es da dazu. Hilft uns natürlich. Und ja, genau. Findet einen Beweis für die Loyalität des Räubers. Ja, der ist jetzt hier so in den südlichen Feldern. Da gehen wir doch mal hin, oder? Ach da. Genau. Ach, da bist du. Wir sind noch gar nicht in der Gruppe, fällt mir auf. Nee. Ich lade dich gerade mal ein. Mach mal. Ihr habt die Option gehabt, adoptieren. Ja, das Pferd kannst du eigentlich wieder wegstecken, so weit ist das nicht. Das ist nur hier über die Brücke. Weißt du, sitze ich schon drauf? Ja, gut. Ich schaffe es ja ohne nass zu werden und ohne. Nee. Ich glaube nicht. Na, ohne nass zu werden. Und vielleicht. Ohne über die Brücke zu gehen. Achso. So, Hundholzhof. Ja, doch. Oh. Ach, blöde Sau. Also, das Viech meine ich, nicht dich. Habe ich mir schon gedacht. Du hast 200 Schicksalspunkte. Ich? Nee, ich. Nein, Schicksalspunkte. Ach so, Schicksalspunkte sind, ja, damit kannst du dir nochmal für kurze Zeit irgendwie einen Schub an Schnelligkeit holen oder die EP verbessern oder ähnliches oder Hoffnung, Heilung oder ähnliches dazu holen. Okay. Da gibt es so ein Fenster, das heißt Schicksalsanzeige. Unten sollte das auch bei dir standardmäßig da sein. Hm. Das sind so zwei Monde, sieht das so aus. Wo ungefähr? Auf der rechten Seite. Nee, ich sehe nichts, aber es ist nicht so schlimm jetzt. Gut, wurscht. Ich hatte es bei mir im Video jetzt offen und dann kannst du es dem Notfall da nochmal angucken. No. Ja, hier steht normalerweise irgendein Hauptmann, aber der ist gerade nicht da. So, wir sind andere gekommen. Genau, nehmen wir mal den Räuber. Vielleicht, aber ich bin jetzt. Ja? Ja? Ich wollte sagen, vielleicht hat der ja diesen Beweis dabei, dass sie eben nicht loyal sind, aber. Ja, was wolltest du sagen? Ich habe gerade ein Medaillon gefunden, also eigentlich müssten wir wieder zurückgehen können. Achso, ich noch nicht. Dann muss das jeder einzeln finden. Ich würde sagen, ich bin jetzt die Unversehrte. Ah, Gratulation. Dankeschön. Ich glaube, dadurch habe ich auch die Schicksalspunkte bekommen. Vielleicht, ja. Ich habe nichts gefunden. Achso, jetzt wie immer, du hast die Sachen auch zurückgelegt. Ich habe nochmal gelootet und habe jetzt beides bekommen. Naja. Dann sollten wir doch lieber mit Gier und Bedarf machen und nicht mit Verzicht. Kommt im Endeffekt das gleiche hinaus und dann looten wir automatisch. Also würfeln wir automatisch aus. Okay. Noch einen? Ja. So lange, bis ich da was hab. Einmal sowas von niedergehauen. Die brauche ich auch nicht. Gut, dann stelle ich es gerade mal um, wieder Gefährtengruppe. Nee, du kannst es ruhig so lassen, aber du klickst einfach jetzt immer auf Gear. Ja, ich kann ja die Plünderregeln so einstellen, dass das passt. Gibt es ja auch. Ja, oder so. Dann töte ich hier schon mal nochmal ein paar. Zeig das Bad nochmal angreifen können. Aber die ist noch Level 14. Wir sind schon. Ja? Hast du es mittlerweile? Nee, man kann das nicht. Also ich probiere mal das hier, alle Meister plündern. Ihr habt ein seltsames Medaillon gefunden. Okay, das habe ich mittlerweile. Müssen wir dann. Können gerade nochmal einen Gegner suchen, kurz. Ah, hier irgendwie den Bär zum Beispiel. Nur so, damit wir mal sehen. Plünderer ist, glaube ich, dass jeder looten kann, immer. Oder? Ja, das sehen wir dann gleich. Ich gucke da jetzt gleich mal auf den Chat.
Ach so, das ist Meisterplünderer. Okay, ich kann das also jetzt einem zuweisen, kann also sagen, hier, das gehört dir. Also ich würde dir raten, mach's einfach wie ganz am Anfang mit Bedarf und Gier. Wer es braucht, macht Bedarf. Wer es nicht braucht, macht Gier. Das dem, was auch die meisten Spieler haben, ist eigentlich meiner Meinung nach das Beste. Ja, genau. Verzichten ist ja, Und ich wir will mir nehmen. nicht meine Taschen vollstopfen. Genau, ja, so ungefähr. Ich habe gerade keinen Platz. Du hast keinen Platz, wie kommt das denn? Nein, das sollte Ach so. Verzicht heißen. Okay. Ach so, ich darf ja nicht springen. Ja, hier schon, ist ja nicht Bele. Ach so. Was benötigt ihr? Ja, am Anfang der Aufnahme hast du gesagt, das macht man nicht. Ja, aber wie gesagt, auf Bele macht man es auf jeden Fall. Zu 100% nicht. Oder sollte man es unterlassen? So, Charas Mannen. Seit wann können sich gesetzlose Dinge wie Medaillons leisten? Selbst die Bannwarte haben keine Abzeichen. Und wer ist dieser Schara überhaupt? Das ist sehr beunruhigend. Euer Fund deutet auf eine Organisationsstruktur hin, die wir bislang von diesen Räubern nicht kannten. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Der Schatten der weißen Hand. Ich habe einen Spion bei den Räubern eingeschleust, der uns vielleicht dabei helfen kann, das wahre Gesicht dieses Scharas zu entlarven. Ich werde ihm eine Nachricht schicken, damit er sich zu einem bestimmten Hügel unweit von hier begibt. Trefft euch dort mit ihm und fragt ihn nach Schara und dessen Plänen. Der Treffpunkt ist ein grauer Fels inmitten einer Baumgruppe nördlich von Bree. Hat mein Spion nichts Neues zu vermelden, müssen wir auf einem anderen Weg mehr über Scharas Pläne herausfinden. Gut. Da reiten wir nach, sagen wir um die Ecke, aber trotzdem. Geht mit dem Genau. Pferdchen noch schneller. Ist nur hier um die Ecke. Ja. Kannst mich ja ruhig überholen. Und tschüss. Ah, schwarze Flagge, du warst zu weit außerhalb der Straße. Disqualifiziert. Oh, wir sind auch von der Straße weg, oder nicht? Oder wo müssen wir hin? Ja, doch, doch. Hier da zu dem Stein, wo du am Hinreiten warst, war schon richtig. Früher kam der nur bei Nacht. Also, Okay. da musstest du bis zur Nacht warten, bis du mit ihm reden konntest. Ja Ich gut, weiß ganz sicher nichts. Du liebe musst aber Freunde, wir müssen auch. jetzt hier ein paar Stunden warten. Bis es Nacht ist. Ja, genau. Du musst aber auch auf ihn draufklicken. Nicht, dass ich dann auf Fortsetzen klicke und bei dir das nicht zählt. Die Quest nicht aktualisiert. Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, die ahnen etwas. Halt! Was war das für ein Geräusch? Vorsicht, da kommen sie! Ja, hinter dir. Der Spion hat euch einige Notizen gegeben. Ist bei dir auch aktualisiert? Bringt die Notizen des Spitzels zu Ja. Grimmerhacke? Gut. Willst du die Notizen auch vorlesen, oder? Soll ich die vorlesen? Gut. Machen wir hier mal gerade unterwegs. Seitdem Scharas Mannen aus dem Süden hierher gekommen sind und alles übernommen haben, haben sich die örtlichen Räuber von normalen Dieben und Verbrechern zu so etwas wie einer kleinen Armee gemausert. Sie sind zwar schmutzig und schlecht ausgerüstet, aber durch ihre bloße Anzahl könnten sie stärker als jede Stadtwache sein. Die Brelandräuber vergangener Tage mögen grobe und schmutzige Gesetzlose gewesen sein. Warum zum größten Teil aber immer noch Männer aus Bre, die Verwandte in die Städten und auf den Höfen der Umgebung hatten? Hä? Hatten, wie auch immer. Sie hatten sich also nicht unbedingt einer gänzlich rücksichtslosen Gewalt verschrieben. Der geht aber noch ewig, der Brief. Okay, das mal so ungefähr. Den geben wir jetzt einfach mal ab. Ja, es war halt einfach so, ja, hier, übrigens dies und jenes. Und, Bisschen was über die Geschichte. genau. Ich So. grüße euch.
Wir wollten ja auch nun die Questtexte vorlesen. Das sind schreckliche Nachrichten. Ich denke, dass man nicht erwarten konnte, dass sich das alles als Herrschaftstraum eines kleinen Räuberanführers herausstellen würde. Nun, ich sollte euch keine Vorwürfe wegen eines Auftrags machen, den ich euch selbst anvertraut habe. Und doch ist es ein Jammer, dass ihr nichts Besseres zu vermelden habt. Ich denke, ich weiß, was wir als nächstes in dieser Angelegenheit unternehmen müssen. Aber es ist eine grausame Aufgabe, mit der ich euch betraue. Och ja. Früher oder später kippen wir doch alle um. Ich glaube, ich nehme die Hose. Dürfte ich euch einen das Moment Armband genommen. Zeit stehlen? Schicksal ist ja für mich auch nicht schlecht. So, hier. Galerie der Diebe. Hört mir zu, ich werde sicher nicht um Hilfe dieser Waldläufer aus der Wildnis bitten. Die Menschen von Bre sind durchaus in der Lage, ihr eigenes Land vor anstehenden Bedrohungen zu beschützen. Und wir werden uns nicht auf die Hilfe von Fremden verlassen. Diese Informationen sprechen von einem Hauptmann, der den Angriff auf den Hundholzhof angeführt hat und wo er sich gerade aufhält. Wir haben hier die Chance, einen wichtigen Schlag gegen diese Räuber zu erzielen und mehr über sie herauszufinden. Es scheint, als ob der Anführer ein Lager in dem dichten Wäldchen hinter der Kuppe eingerichtet hat. Die fragliche Kuppe befindet sich südlich des Hundholzhofes. Lasst uns diesen Schlag für die Menschen von Bre durchführen. Ach, die Quest ist das. Ah, der hat schon eine Menge Ärger. Aber die ist mittlerweile eingezeichnet auf der Karte. Die war nämlich anfangs woanders eingezeichnet. Und dann musste ich sogar per Ticket und allem überhaupt erst rausfinden, wo ich da hin muss. Oh, okay. Und ich habe immer gesagt, der ist bei mir nicht markiert. Ich finde den nicht. Bis mich dann mal ein GM einfach mal quasi dahin geführt hat. Und dann habe ich ihn gefunden. Interessanterweise ist hier ein Lagerfeuer, genau. Nee, was? Habe ich gerade ziemlich viel FPS und das ist komisch. Aber ich habe noch genug, also bei mir sollte es nicht ruckeln. Ich habe ungewöhnlich viel FPS, so meine ich das. Ach so. Oh, was ist das denn jetzt? Das war eine Gruppenfertigkeit. Rot ist Angriff, gelb ist Schaden über Zeit, grün ist Heilung? Nee, blau ist Heilung? Oder so, muss ich nochmal, nee, grün ist, glaube ich, Heilung. Hätte ich da was anklicken müssen? Ja, eins dieser vier hätte ich anklicken müssen. Gut, dann hätten hab ich wir nicht gemacht, ich wollte es jetzt lesen. Ja, macht ja nichts. Dann hätten wir einen mächtigen Schlag ausgeführt. Okay. Hast du jetzt Bedarf auf die Attilas Essenz? Ich würde sagen, wir machen, wenn man sie unbedingt haben will, macht man Gier. Und wenn man es, wenn es nur ganz normale Sachen sind, die man dann verkaufen kann, machen wir Bedarf. Okay? Wenn man wenn man es unbedingt braucht, dann macht man eigentlich Bedarf. Gier ist, ich will es nur verkaufen. Und Bedarf ist, ich brauche es zum Anziehen. Okay, gut, dann machen wir es so. Ich glaube, du hast das ganze Gier-Bedarfssystem noch nicht verstanden, oder? Noch nicht so ganz. Ich glaube, das ist sowieso nicht ganz schlüssig, das System, aber okay. Sagen wir es mal so, zum Beispiel bei WoW ist es so, also es ist halt so ein Beispiel, es gibt es nämlich bei eigentlich allen Spielen, SWTOR und sowas auch. Wenn du, die Leute, die Bedarf machen, die haben den Vorrang. Das heißt, erst dürfen die Leute, die Bedarf haben. Wenn keiner Bedarf hat, dann kommen erst die Leute mit Gier. Weil du Ach bist so. Gierig. Okay. Du bist nicht bedürftig, sondern gierig. Ja gut, klar, die Wörter ergeben ja schon Sinn, aber... Bisher schien es immer, ich meine, vielleicht haben sie es irgendwann auch gepatcht, aber bisher war immer, ist eigentlich wurscht, was man drückt. Hauptsache mit eins Bedarf oder Gier oder Verzicht. Aber gut. Was benötigt ihr? So, wir haben sie jetzt. Die Informationen beweisen, dass dieser Scharab beabsichtigt, einen stark befestigten Standort hier im Breland zu errichten. Sie berichten außerdem von dem größten ihrer Lager, außerhalb des Tales von Andraf, einem Ort westlich von hier, den sie Räuberwacht nennen. Der Räuberhauptmann gibt dort die Befehle an seine Leutnant weiter, die direkt von Shara kommen. Wenn wir nur an diese Aufzeichnung kommen könnten. Aufzeichnung? Gibt's hier irgendwo Videokameras oder? Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Mit eurer Hilfe kommen wir wieder unserem Ziel näher, diesen Emporkömmling Shara aufzuhalten.
kommen seinem Aufenthaltsort und der Stärke seiner Streitkraft immer näher. Wir wissen inzwischen, dass die Räuberwacht, die westlich von hier und dem Vorgebirge des Brelands liegt, der Schauplatz für zukünftige Angriffe sein wird. Der Räuberhauptmann händigt Befehle von Schara selbst direkt an seine Leutnant aus. Leutnant, hä? Ja. Diese werden wahrscheinlich sicher aufbewahrt. In einer Schatulle. Oder er trägt sie bei sich. Wir brauchen diese Befehle. Begebt euch zur Räuberwacht und besorgt diese Befehle. Entweder in einer Schatulle oder in seinem Schreibtisch. Oder in seinem Nachthemd. Nee. Ja. Genau, wir müssen jetzt einfach hier mal über den Fluss und dann zum Ring. Ich erinnere mich gerade in die Diskussion, kennst du Edna Bricht Aus, das Adventure-Spiel? Ja. Habe ich in 8 Stunden durchgehabt. Da war immer die Diskussion. Nee, Quatsch, Edna Bricht Aus nicht, aber das danach, habe ich neue Augen. Ja. Habe ich neue Augen. Ja, genau. Da war immer die Diskussion, wo Edna ihre ganzen Sachen versteckt, weil sie auch nur so einen Kittel anhat aus dem Irrenhaus. Ach so. Tja. Die hat wahrscheinlich sich die Tasche von Hermine Granger geborgt und The Women's Secret. Ja, genau. So. Ich weiß jetzt gerade gar nicht nach. Ach doch, nach da oben. Okay. Ja gut, dann weiß ich schon, wo wir lang müssen. Wir müssen nämlich hier lang. Ich hatte eben nicht, ich war etwas verwirrt von dem Ring. Bräuchte mal ein bisschen neue Ausrüstung, weil meine ist ziemlich hässlich. Selbst diese Räuber sehen besser aus als ich. Ja gut, Zierwerk kannst du dir holen. Das habe ich ja auch an. Das ist ja geschummelt. Das habe ich ja gar nicht an. Ja, aber wenn du welches hast, zieh's ruhig an. Ich habe auch keins. Ach so, ja gut, das kann man ja besorgen. Wenn wir wieder in Bre sind. Ja, aber theoretisch bei einem Rollenspiel müsste man eigentlich auch das anhaben, was man wirklich anhat. Theoretisch gesehen. Na wieso? Der kann ja doch einfach was drüber legen. Ja gut. Was sind dann? Das sind halt Klamotten, die nur gut aussehen, aber nichts bringen. Also. Ja klar. So in etwa würde ich das jetzt mal bezeichnen. Aber normalerweise würdest du halt, wenn du jetzt eine Kettenrüstung anhast, nicht. Ja, eine Stoffrüstung drüber anziehen, damit es gut aussieht, oder? Also wenn du jetzt an die Filme denkst, da haben sie sich auch nicht... Hat sich Aragorn auch nicht irgendwie schön angezogen im Kampf. Nö, für den Kampf jetzt nicht, aber Frodo zum Beispiel hatte seine ganz normalen Sachen über seinem Kettenhemd. Zum Beispiel. Das stimmt, das reicht. Aber die Hobbits sind ja auch was Besonderes, also was Wunderbares. Schade, ich dachte was Besonderes. Wollte gerade schon sagen, deswegen spiele ich ja einen Hobbit, ne, aber... Bin nicht der größte Hobbit-Fan. Tja, ich schon. Deswegen gleicht sich das hier ungefähr aus. Aber ich war schon verwirrt, dass man keine weiblichen Zwerge erstellen kann. Tja, wie gesagt, aber du kannst auch keine männlichen erstellen, du erstellst einfach einen Zwerg. Es steht nicht dabei, ob männlich oder weiblich. Gut, aber... Das ist mal eine Diskussion, glaube ich, die wir hier in den Kommentaren weiterführen können. Was ist eure Meinung? Gibt es, männliche oder weibliche Zwerge in Herr der Ringe? Und wenn ja, was erstellt man dann am Anfang? Erstellt man nur einen männlichen Zwerg oder erstellt man einen asexuellen Zwerg oder was erstellt man da? Ich würde sagen, erstellt den Zwerg und macht die Hose auf. Ja, weil in den Büchern ist halt beschrieben, dass auch weibliche Zwerge einen Bart haben. Und dementsprechend... Ich hatte auch gedacht, dass man damals weibliche Zwerge erstellen konnte, aber... Vielleicht ging das mal und es hat irgendein Spieler erklärt, hier lore-technisch geht das aber nicht. Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich irre ich mich einfach nur. Was wäre komisch, wenn es plötzlich keine... Ja, wenn die damaligen weiblichen Zwerge jetzt plötzlich männlich sind.
Ja gut, die aus der Beta sowieso nicht. Die gibt's ja nicht mehr. Das hast du nicht aber zu Beta gespielt. Na gut. Weiß man nicht. So, mal gucken, ob hier wieder diese Gefährtenmanöverleiste kommt. Nö. Nö. War zu schnell tot. Ist zu schwach, der Typ. So, dann plündern wir mal die Truhe. Ihr habt einen befleckten Brief eingesammelt. Hast du den jetzt auch? Nee, ich muss... Oder? Ich muss noch selber öffnen. Oh mein Gott, ein befleckter Brief. Ein befleckter Brief. Ich möchte nicht wissen, womit der befleckt ist. Ja. So. Ja, blutbefleckt wahrscheinlich. Ach so. Das hat der Lutz geschrieben. Was, der Lutz? Ja. Er hat zumindest unterschrieben. Ach nee. Lutz ist ja der, der, Sam seinen Pony verkauft. Oh. Der Lutz ist das. So, wir plündern die beiden hier nochmal und nehmen die Vorratskiste mit. Würde ich auch sagen. Ah, die zwei Schwerter hast du auch schon. Das ist schön. Zwei Schwerter. Ja, diese zwei weißen Schwerter. Achso, die habe ich schon lange. Aber bisher selten eingesetzt, oder? Kann sein, das ist ja jetzt nicht unbedingt. Brauchen wir meistens nicht. Nö, eben, wir sind ja zu zweit stark genug eigentlich. Also, Was macht denn nur das der? Jetzt bin ich auch der Unversehrte. Hör, wieso das denn? Dabei bin ich doch eigentlich gestorben. Hä? Leute, ihr wart dabei. Ich bin in der einen Instanz verreckt. Wieso krieg ich denn jetzt trotzdem den Titel? Weiß man nicht so genau. Vielleicht zählt das nur, wenn man in der offenen Welt erledigt wurde und nicht in der Instanz. Wäre jetzt so die Annahme. Aber wäre gut. Wäre möglich. So. Ah, guck, jetzt hat, ach nee, ich hab mehr gewürfelt, deswegen. Aber in beiden Fällen, das ist ja blöd. Das ist ja egal. So, jetzt können wir eigentlich wieder rausreiten. Juhu, reiten. Weißt du noch, welches Level ich genannt hatte? Als ich sagte, bei dem Level muss ich erst wieder zum Lehrer? War das 17? Nee, ich glaube, es war Level 18. 18, okay. War mit Anfang 16, meine ich. Ich war selber seit vielen Leveln gar nicht mehr. Müsste ich mal nach dieser Aufnahme machen. Ja. Das Wasser sieht bei mir gerade richtig schlecht aus. Echt? Bei mir sieht das sehr schön aus. Sieht aus wie so Schleim oder sowas. So. Kleiner Cut, weil bei Strom. Ich hab's verkackt. Ja. Festplatte voll. Naja, kommt vor. Passiert jedem mal. Ist mir auch schon passiert, wenn ihr euch Schlacht und Mittelerde-Videos anguckt. aber gut, alle, die jetzt bei Stromski geguckt haben, da fehlt nur die Minute von der Truhe bisher her. Von der Vorratstruhe. Aber die werde ich dann wahrscheinlich bei mir auch entsprechend schneiden. Gut, so, Hauptwachmeister Grimranke. Kannst du aber ruhig bei dir drin lassen. Dann okay. Können die Leute mal kurz bei dir gucken, was ist denn passiert. Genau, dann sehen sie dann immerhin, was passiert ist und was wir so gequatscht haben. so, noch mehr schlechte Nachrichten. Ja, genau. Festplatte, dies und jenes und dann noch der Räuber. Ach, ist das stressig heute. Orkmenschen? Kann das sein? Dieser Brief sagt es eindeutig. Shara hat eine Legion von Halborks, die ihm treu sind, die er nach Angard schickt. Ich habe meine Männer ins Verderben geführt. Sicher? Sind das jetzt schon Rokai? Nee. Was sind denn Orkmenschen? Ja. Also es sind auf jeden Fall keine Urukai. Okay. Aber wir sind im Ruf aufgestiegen, das war das
dieser besondere Laut eben. Jetzt rüste ich gerade noch erst aus, was ich gerade eingesammelt habe. Schulterschützer. So. Das Tal von Andraf. Das Tal von Andraf ist Brelands Tor zum Süden. Die Südhöhen, Dunland, Isengard, die Pforte von Rohan. Sie alle werden von Breland abgeschnitten, wenn es uns nicht gelingen sollte, die Räuber aufzuhalten. Es ist offensichtlich, dass Shara kein gewöhnlicher Räuberanführer ist. Er benutzt Halbblüter, um seine Reihen zu füllen, und das ist völlig inakzeptabel. Ich habe meine Männer geschickt, um die Ruinen bei Andarf zu beobachten, und ich befürchte, dass sie gefangen genommen wurden, oder schlimmer. Bitte begibt euch nach Süden, jenseits der Grünwegkreuzung, weiter als die Schatten der Hügelgräber, und sucht dort meine Kundschafter Eichenthal und Döblatt. Sie haben hoffentlich eine sichere Stelle bei den Ruinen gefunden, wahrscheinlich auf der Ostseite. Beeilt euch, ich befürchte das Schlimmste. Gebt gut auf euch Acht. Es wird dort wahrscheinlich sehr gefährlich sein. Oh oh. Ja, also diese Halbmenschen, Orks, wie auch immer, sind eine Mischung zwischen Menschen und Orks, während die Urukai, was waren das? Das ist auch eine Mischung zwischen Orks und, einer ganz besonderen Rasse. Also nicht, waren jetzt nicht normale Menschen, sag ich mal. Okay. Gibt's waren irgendwelche Räuber. Weiß auch nicht mehr. 5 Shop-Punkte habe ich bekommen und irgendein. Ach, Bekannter von Bre. Darf ich mich jetzt nennen? Aber du bist ja schon Freund der Mark. Ja, gut. Nur im Titel. Und wenn wir Freund der Menschen werden, gibt es einen Reiserabatt. 10% Rabatt bei allen Stallmeistern von Bre. Ui. So, hier kann man es nochmal sehen. Bekannter bin ich bei den Menschen von Bre und immer noch neutral bei allen anderen. Ja, was machen wir? Sprechen wir hier noch mit dem Rosenstock vielleicht? Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ach nee, das war nur, okay, das hätten wir vorher machen sollen. Dann hätten wir in der Räuberwacht noch Kisten mitnehmen können. Ich würde sagen, aufgrund der Zeit reiten wir jetzt einfach jeder zu seinem Ausbilder und weil das da müssen wir ansonsten jetzt sehr weit reiten nach da unten. Okay. Gut. Und das ist eine Menge Gekloppe fürs nächste Mal. Wisst ihr ja dann schon mal, auf was ihr euch freuen könnt. Wie weit bist du denn? Ja. Wie weit bist du denn schon mit deinem Level? Ich bin jetzt auch 17. Ja. Und also wenn ich mit der Maus drauf zeige, sagt er, ich brauche noch 9263 EP. Für 18. Okay. Wie viel brauchst du? Noch 5000. Weil dann hast du mich ja fast eingeholt. Ja, genau. Also, ja, knapp. Ja. So 2 Gegner noch oder sowas, dann wird es wahrscheinlich. Naja, du musst noch 4000 Punkte einsammeln. Und da du 25% mehr bekommst, brauchen wir insgesamt dann 16.000 EP. Dann hättest du mich eingeholt. Ja, ich krieg ja heute sogar 125. Ja gut, aber ich würde sagen, die... Stimmt, die 100 kriegst du ja auch. 100% ja, werden genau. Da nicht drauf zugezählt werden. Mein Badenlehrer ist ein Tenzin-Pony. Ah, okay. Oh. Echt? Ist der Badenlehrer im Tenzin-Pony? Stimmt. Hinten in der Ecke da irgendwo. Ja. Ist ja am Singen. Ja, er spielt nur. Also Gesang habe ich da noch nie gehört. Ich musste da schon singen. Ja, genau, stimmt. Du musstest da singen, aber ihn selbst habe ich noch nie singen gehört, glaube ich. Ja. Tja. So. Kann ich auch nichts für. Gab's denn was Neues bei dir? Also, ich sehe gerade Gandalf. Und ein Pferd, ich weiß nicht, seins ist es glaube ich nicht. Seins war weiß, oder? Wie Gandalf und sein Pferd? Das war der Ladescreen. Ach so. Ja, ich dachte schon so, was macht die denn dem Pony? Jetzt hast du mich aber zu Diensten sein. Echt geleimt. Bei mir gibt's nichts. Bei dir gibt's nichts? Ich hab Level 20 wieder. Nee, Level 18.
Okay. Ich guck gleich bei mir, ich verkaufe erst mein Zeug. Und repariere. So, jetzt. Was benötigt ihr? Ne, bei mir gibt's auch nichts Neues. Na gut. Aber, dann hätten wir doch jetzt auf jeden Fall die halbe Stunde geschafft. Das stimmt. Und dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, drückt unten auf Gefällt mir und wenn nicht, aufs andere, aber das hoffen wir nicht. Ansonsten könnt ihr euch uns wie immer abonnieren und wie gesagt, diskutiert mit uns mal in den Kommentaren zu dieser Zwergensache. Wie ist da eure Ansicht? Ist das, sind das männliche oder weibliche Zwerge? Gibt es überhaupt weibliche Zwerge? Und wenn nein, wie pflanzen sich Zwerge fort? Weitere Fragen in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.